Hallo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zum zweiten Video in diesem Monat. Es ist ein Road to Legend 70 oder 69, weiß ich gerade gar nicht. Ja, bin halt Legend, habt ihr ja gesehen im letzten Video. Hab mich jetzt ein bisschen hochgespielt, in Anführungsstrichen. Bin ja 1,5 eingestiegen, glaube ich, und jetzt bin ich halt hier Top 1000. Spiele die ganze Zeit so bis 600 und dann wieder zurück auf 1100 so. Jetzt die letzten zwei Tage. Die meisten Games mache ich mit diesem Deck hier, Priest. Und das gefällt mir richtig gut. Das ist halt vom Spaßfaktor so, wie ich damals Spaß hatte mit dem Deck. Also mit dem, kennt ihr noch, womit ich auch Legend gemacht habe. Und das ist jetzt das neue Spaßdeck, sage ich mal. Also das macht einfach voll Spaß, auch wenn ich verliere. Es macht einfach Spaß, das Deck. Ich stehe halt auf Drachen, so wie damals Dragon Warrior, ich jede Season damit durchgegrindet war oder bin. Spiele ich das halt hier auch gerne mit Dragon. Ich kann meinen Priest hochleveln oder halt zum goldenen Priest hin pushen. Bin jetzt bei der Hälfte, 250 Games, ja, relativ irrelevant jetzt gerade. Auf jeden Fall, das ist das Deck. So, ist halt ein Dragon Priest mit Anti Agrotech Karten wie Potion of Madness oder Defender von Argus oder Defender of Argus. Die Karte ist auch relativ defensiv. Eine Nova und ein Dragonfire Potion. Und Acidic Swamp Boost natürlich. Ja. Ansonsten halt ja die Standardliste so. Ohne, ich weiß jetzt nicht, ob das noch so gespielt wird, aber manche Decks spielen dann auch mit so einem fetten Diener. Ganz unten. 9, 8, 7, 10 Mana, keine Ahnung. Um so eine Karte in der Hand, also keine Ahnung. Ist halt so der letzte Drop so, den man halt in der Hand hält. Die Synergien spielt man halt aus und am Ende spielt man die Bam. So. Aber ist halt eher so ein Low, also geht halt hier bis 6 Mana. Okay. So viel dazu. Auf jeden Fall können wir mal ein Spiel damit machen. Oder 1 oder 2 oder 3 oder 4. Je nachdem, was für ein Matchup wir haben, dauert das Spiel halt länger oder kürzer. Ja. Aber das Coole ist einfach, selbst jetzt gegen Agro-Decks sind die Spiele meistens spannend und ich will halt Spiele, wo man ja nicht jetzt 3 Turns, 4 Turns spielt, sondern eher 13, 14 Turns so. Das macht auf jeden Fall viel mehr Spaß und dafür bin ich halt hier. So viel dazu. Und ich habe auch den Sound leiser gemacht, also Ingame Sound. Kann man jetzt sehen, ob das sich verändert. Also ich habe das ein bisschen verändert. Also schon was verändert. Mal gucken, ob das sich bemerkbar macht. Shadowwork Death könnte ich behalten für den 4-Mana 7-7, wobei jetzt nicht, ja okay, könnte Agro-Schaden sein. Und also dieses Jade Agro-Schaden oder wie das heißt. Und der ist auch relativ gut, aber ja doch, den behalte ich. 3-Mana 3-4 ist okay. Jetzt halt Early Drops. Ja. So viel dazu. Nope. Ich würde dann am liebsten. Okay. Ja, Coin. Okay, das ist okay. Ja. Was ist das? Die Waffe? Ja, okay. Ja, ich kann halt hier traden, das ist gut. Nächste Runde kann ich Coin out auf das. Diese 4 Mana Karte hat er also nicht. Oder der bewahrt halt für das, weiß man nicht. So. Ja, und ey, diese Karte ist so stark. Ich habe die, glaube ich, im letzten Game, also Priest gegen Priest, also bestimmt 10 Mal oder mehr als 10 Mal gespielt. Ich habe die ganze Zeit von, die war glaube ich bei mir ganz tief im Deck drin. Und der hat halt nicht gezogen und ich habe die ganze Zeit gehabt. Dann sein, also einmal und halt durch Historien dann die ganze Zeit sein genommen. Zack, zack, zack. Also hat schon Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Okay, war jetzt nicht so krass.
Der kann jetzt eine AOE ballern. Aber. Ja, okay. Ja. Ich kann jetzt das. Ist auch okay. Also. Vier Diener wegballern. Fünf Mana. Zwei Damage noch auf den gegnerischen Helden und zwei Heal. Ist okay. Ist jetzt nicht besonders gut, aber so. Ist auch nicht so schlecht. Nur den jetzt. Lightning Bolt oder den. Oh, das hätte nicht. Also einfach nicht denken und die. Also okay. Ne? Falls er jetzt irgendwie sein 7-7er spielt, habe ich halt das. Also sein 7-7er hinter den hier. Dingern da. Okay, Hex. Also kann trotzdem Aggro sein, manche Tekken halt Hex. Ne? Gibt's. Okay, ich glaube, wir hätte. Hätte ich auch gemacht. Deathwing. Ja, als Finisher so. Beziehungsweise als letzte Karte kann man nur behalten. Ja, ich kann alles spielen. Ich meine, der hat Maelstrom raus, Lightning Storm raus. Einmal zwar, aber trotzdem. Lightningstone, okay, kann kommen. Ja, ich gehe langsam out of cast, wobei ich halt mit der nachziehen kann. Das ist cool. Ich denke mal, ich baller das hier drauf. Ja, ja. Wenn ich jetzt gewinne, bin ich glaube ich das erste Mal Top 5. Oder bin ich nicht Top 500, aber habe ich erstmal eine 5 vor diesem Monat. Ja. Aber es macht wirklich Spaß. Das ist das Coole. Ja. Sick. Also ja. Ja, Bren, aber egal. Ja, ich hab Deathwing Onyxia. Bren kann ich damit Onyxia spielen. Kappa. Kipo Kappa. Ja, der kann jetzt traden, cool. Und wow. Jetzt kommt er natürlich. Ist okay. Aber ja, ich kann halt den mit Corrupt nennen. Ja, Corrupt auch. Aber Operative. Und kann dann zwei gegnerische Diener. Also zwei gegnerische Diener aus dem Deck oder zwei gegnerische Diener. Zauber. Klauen. Okay. Oder ich spiele die jetzt tempomäßig einfach. Bum bum. Ja, trotzdem. Okay. Ich kann jetzt zwei Diener killen. Hä? Ganz lustig an dieser Stelle.
Und 4 Angriff, Twilight Guardian ist auch nicht schlecht. Auch nicht von schlechten Altern. Wie man sieht, kann man echt jedes Deck outvalueen. Das Problem beim Dingens-Deck war, also bei meinem Mid-Jade, also beziehungsweise bei meinem Control-Shaman, gegen Druiden hatte ich halt Probleme und Druiden war halt so 15% der Meta, ungefähr. Und das war halt das Problem. Habe ich 6, 10, 12. Ey, wieso gibt der jetzt nicht auf? Auf jeden Fall war halt Druide halt die Scheiße. Aber mit dem Deck, ich meine selbst gegen ein Jade-Deck, also Druide ist ja ein Jade-Druide, kann ich mit dem Deck gewinnen, wenn ich halt Curve spiele, von Curve spiele. Genauso wie ich gegen Reno-Decks, also okay, gegen Reno-Mage, ja, aber Reno-Warlock ist natürlich schwer, also Reno-Lock, aber gegen Reno-Mage bin ich auch gefavored, weil diese Minions, die ich die ganze Zeit spiele, die, ja, sind halt schwer zu handeln, sag ich mal so. Wobei Reno Lock ist verliere schon mal ganz knapp. Also wirklich. Ja, aber wir können ja noch ein Game machen. Ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt geht. Ich habe 10 Minuten jetzt. Ja. Und ich bin jetzt Top 5. Also, wenn ich jetzt gewinne, bin ich Top 500. Mal schauen. Ja, ich denke beide weg. Wobei Operative eigentlich eine ganz gute Karte ist, behalte ich gerne in diesem Matchup. Weil ich auch eine Twilight Web ziehen kann und die dann Turn 1 spielen kann. Wenn ich keinen Drachen habe, ist das natürlich sehr scheiße. Und hier der Turn 2 Play, falls er jetzt irgendwie auscoin tut oder so ein Scheiß, denke ich nicht, dass er das tut, aber das haben wir halt gegen seine Dingens. Das haben wir für seine 3-4er. Und das für seine 7-7er. Oder so. Und wenn er jetzt seinen 7-7er auscoilt, dann puff. Und danach kommt der und dann ziehe ich mir seine Karten. Aber meine Ineffizienz ist ein bisschen hurt a little bit, aber ist okay. Also war es jetzt richtig, den zu killen? Ich denke mal schon. Ne? Sonst kommt er mit einer Waffe, spielt dann seinen Captain, Saucy Captain, oder wie heißt er? Saucy Deckhand und dann von der anderen Seite kommt der andere 7 Damage pro Turn plus noch. Das will ich auf jeden Fall nicht. Also. Jetzt ist er bei 2 Mana, das ist scheiße. Coin ist weg, jetzt kann er das machen. Dann kann ich aber ganz lecker Dragonite Crusher spielen. Okay, das ist auch scheiße. Vielleicht wünsche ich mir so Lightning Bolt, ja. Kann ich halt hier drauf oder hier drauf. Oh, okay, krass. Interessant. Interessant an dieser Stelle. Okay, das ist das Problem. Ja, oh man, fuck. Das Problem ist, wenn ich den kille, kriegt der einen 4-2 und 4-2 auf dem Board. Ich denke mal, ich mach das so.
Ja, ich habe halt Sport die ganze Zeit, das heißt, vor Waffen bin ich geschützt, also mein Kopf. Und ich denke mal, ich weiß nicht. Also, ich sehe selten Lava Burst. Keine Ahnung. Nächstes Mal habe ich 7 Mana, ne? Da kann ich nichts ohne den spielen und healen und so. Also 13 Leben ist auf jeden Fall noch. Okay, ja, jetzt muss ich mein Face auf jeden Fall hier. Ich muss auf jeden Fall mein Face healen. Den trade ich so. Wenn er jetzt wirklich eine AOE macht, dann hat er noch. Das ist overloaded für die Runde danach. Mach mal trotzdem hier. Ah, okay. Egal, das kann ich schon auf die machen. Ja, okay. Ja, ich heal jetzt auf jeden Fall meinen Kopf wieder. Nein! Gibt es irgendwie healmäßig was ich ziehen kann? Ich recue den jetzt. Mega. Wieso dreckig zu verlieren? Ich weiß nicht, wo ich jetzt so krass mit. Wieso habe ich so viel Damage bekommen? Hätte ich jetzt am Anfang. Scheiße. Hätte am Anfang vielleicht Dingens gespielt. Also auf den Trog. Aber wenn das Piraten-Package gespielt hätte, dann wäre ich herbe tot. Also dann hätte ich nichts machen können. Das ist das Problem. Kein Falschspiel. So stinkt. Ich weiß nicht, ob ich den so killen soll. Nächste Runde spiele ich den und danach kommen die beiden. Dann habe ich drei fette Dingens Diener. Aber von der kommen selten dicke Diener. Meistens kommen so 4 Mana oder dieser 6 Mana, 6-4 oder was der ist. Keine Ahnung. Thank you.
Dreadnought Operative ist so mit. Ja, ist einfach der stärkste Drache. Also der jetzt. In anderen Decks kann man den nicht spielen, in anderen Drachendecks, aber jetzt hier im Priester-Deck. Priest, Dragon Priest ist auf jeden Fall die stärkste Drachenkarte, meiner Meinung nach. Also so ist einfach. Und die pick ich auch meistens. Und den Mirror-Matchup. Ja. Kann man sich ja denken, was sie so bringt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll. Weil ich das Board voll vernachlässige. Ich glaube, ich mach das lieber so. Für einen meiner Kille ich halt die beiden. Und hier die Twilight Webs beide. So. Oder? Seems good. Okay. Ja, wenn er eingelaufen fällt, ist okay, dann mach ich das jetzt. Wobei damit auch Dragon and Operative. Also die kommen auch Killer wäre. Auf das. Operative. Ich warte, glaube ich, bis Turn 10 und spiele die drei zusammen. Also den, den und den. Also dann habe ich wirklich End-Value. Aber theoretisch gesehen kann ich aus Brand das nochmal Brand rauskriegen. Und dann Brand dann nochmal hier. Okay, das ist zu viel Dingens. Politik. Also ich kann theoretisch hier raus und einen Brand von denen nehmen und Dragonite Operative, dann kann ich nochmal das machen. Dann kann ich einfach die ganze Zeit zwei Karten nehmen, so zick, zick, zick. Wenn die letzten beiden Karten Dragonite Operative und Brand sind. Ich glaube, ich mache als Thumbnail sogar die beiden. Ich feiere die Karte einfach voll. Und ich kenne das halt als Dingens, als Spieler halt. Außer jetzt mit Reno Lock. Wenn man gegen Dragon Priest spielt, also gegen Priest, ist ja meistens Dragon Priest. Egal mit welchem Deck, außer Reno Lock, hat man immer so ein schlechtes Gefühl irgendwie. Deswegen spiele ich das jetzt halt auch. Weil ich halt weiß, wie sich das anfühlt. Ja. Soll ich doppelt ziehen? Weiß ich jetzt nicht. Also weil dann kann er auch healen und dann ziehe ich einfach unendlich. Da brauche ich keinen Bock, ehrlich gesagt. Ich würde so Shadow at Death oder so gerne ziehen. Right away. Ich kann Turn ein Dis und danach Dis. Schaut gut aus. Nur jetzt Turn 8 darf nicht leer ausgehen, das wäre nicht so nice. Aber ich habe jetzt, wie man halt hier in diesem Jack Innkeeper hier sieht, die Karten oben sind alle gezogen. Also die meisten Karten, die ich ziehen kann, sind Corruptor, Operative, Bookworm, Double Shadow of Death. Was auch cool wäre, wenn ich von ihm jetzt seine Shadow Words, also ich guck mal, was ich nehmen kann. Also ich werde mich auf jeden Fall gut bedienen. Okay, der zieht wieder. Na, ja, ich werde auch wieder ziehen. Viermal. Oh. Der lässt viermal aus. Ich kann theoretisch das und dann.
Ist okay. Ich kann die stehen lassen. 10 Damage ist jetzt nicht so viel bei 28 Leben, weil die halt keinen Burst haben. Also die Priester hat keinen Burst. Das einzige Burst, was er jetzt hat, ist Operate, nicht Operate, Corruptor. 3 Damage. So. Was noch? Corruptor, Double Corruptor, Corruptor mit Bren, sowas halt. Aber wenn man 28 Leben hat, das sind 18. Jahre dauern, bis er so in Lethal Range kommt. Ja, ich schätze mal, ich spiele jetzt die Serra, oder? Also so welche Games feiere ich ab. Also das ist für mich Hearthstone so in seiner Vollkommenheit. Also ich habe auch ganz viel Dingens gespielt. Agro Pirate Shaman, Agro Pirate Warrior. Aber was soll ich machen? Das Deck ist einfach zu krass so. Und ich habe halt mit dem Deck eine gute Winrate auch on Ladder, halt im Legend Bereich. Ist einfach so. Wenn ich dann halt irgendwie mit einem Control Deck die ganze Zeit verliere, dann wechsle ich halt drauf, damit ich das wieder ausgleichen kann und so. Aber so, jetzt geht die Luzi ab. Sick. Der hat Dragonite Crusher im Deck. Ja. Okay. What the fuck? Oh mein Gott. Hammergeil. Ey. So was ist mir noch nie passiert, ehrlich nicht. Das wird auch, also der kann dem nicht entkommen. Der kann, außer der hat Silence. Aber wenn er den killt, dann ist over. Dann, was passiert eigentlich, wenn ich keinen Platz auf dem Feld habe? Ist mir auch egal. Selbst wenn Karten verbrennen. Ich spiele ihn jetzt. Und ja. Fertig. Ey, wenn er den killt, dann kriege ich einfach 6 Drachen von der Hand. Ah ne, 5. 5, das ist perfekt. Brilliant. Ich scheiß auf die Effekte von denen. Ich bin Isera. Und Isera kann man nicht killen. Das weiß der ganz genau. Der hat einfach 3 Devs gerade gespielt. Okay, das Board geklärt. Ah, ist schon nice auf jeden Fall, was gerade passiert ist. Ich kann Corruptor zweimal, wenn ich einen Drachen habe.
Halt im Deck habe ich auch nur noch fette Karten so. Also zweimal Dev. Argus halt auch. Hauptsache ich mache das nicht auf den. Ja. Kann ich den spielen? Ja. War schon nice. Also muss man auf jeden Fall zugeben an dieser Stelle. Wie viel Damage habe ich? Ja, okay, gib mir die Scheißesten. Langsam, langsam. Ja gut. Also das Deck packe ich dann in die Beschreibung rein. Check das auf jeden Fall aus, das Deck. Wie man sieht, macht es Spaß. Ja. Cool. Ich werde auf jeden Fall weiterleddern. Schaut in die Streams rein, die sind meistens, ja. Also beziehungsweise diesen, ich streame öfters als ich Videos rausbringe, so ist natürlich klar. Und die Streams, ja, sind halt meistens lustig. Streame abends und also nachmittags und nachts. Je nachdem. Das sind so meine Zeiten. Aber halt spontan. Ja, okay. Ja, das war's eigentlich. Ich mache mir hier die Endcard so. Abonniert mich auf jeden Fall. Die 700 Abos sind fast voll. Hier oben Ballerschein, das letzte Road to Legend, wo ich Legend geworden bin. Hier oben findet ihr ein sehr interessantes Video. Guckt euch das auf jeden Fall an. Und hier unten überlege ich mir auch noch ein spannendes Video für euch. Checkt das auf jeden Fall alles aus. Danke für den Support und ich bin raus.